Vor über einem Jahr habe ich den Entschluss gefasst, dass ich Schneidebretter herstelle und diese auch verkaufen möchte. Was daraus geworden ist, seht ihr in diesem Video. Und ob das eine gute Entscheidung war oder ob ich mich da komplett verkalkuliert habe, erfahrt ihr ebenfalls in diesem Video. Bleibt gerne am Video dran. Alexa, Tischlerei an. Also, springen wir erstmal ein paar Monate zurück. Vor über einem Jahr habe ich in meiner alten Werkstatt gesessen und habe mir gedacht, komm, du musst den ganzen Tag Dinge machen, um deine Rechnung bezahlen zu können. Warum dann nicht irgendwie was raussuchen und daran arbeiten, was man gerne macht? Das waren bei mir die Schneidebretter. Ich arbeite gerne mit Massivholz. Schneidebretter sind tolle Produkte. Und deswegen habe ich mich damals in die Richtung so ein bisschen entwickelt und gesagt, komm, ich gehe das Projekt an, egal was dabei rauskommt. Mein Lager war damals noch in einer anderen Firma. Und ich habe mich für Frühstücksbrettchen entschieden, die ich graviere, weil die eben nicht zu viel Platz in Anspruch nehmen und mir es aber trotzdem Spaß macht, das Ganze herzustellen. War das ein Flop? Ja. Warum war das ein Flop? Natürlich gibt es immer Billiganbieter, aber das große Problem ist einfach, dass ein Produkt, wenn es zum Beispiel x Euro kostet, dass man diesen Preis nie allein sehen darf. Man muss ja auch irgendwie das Produkt auf den Markt bringen, beziehungsweise an den Käufer. Und da war es halt eben schwierig, bei einem 30-Euro-Schneidebrett irgendwo noch so ein bisschen Marketing reinzurechnen. Jetzt mal abseits von den Lohnkosten, dass ich quasi auch bezahlt werde und halt auch eben die laufenden Kosten, dass die gedeckelt sind. Und das war irgendwann dann der Punkt, dass ich mich umentschieden habe und diese Produkte tatsächlich komplett aus dem Sortiment rausgenommen habe. Das bedeutet, ich habe was ausprobiert, was nicht funktioniert hat und deswegen bin ich in die Richtung Stirnholzschneidebretter gekommen. Und da war dann das nächste Problem, da hatte ich eine entscheidende Maschine nicht, die den Prozess zeittechnisch auf Vordermann gebracht hätte. Und zwar war es der Breitbandschleifer, den sehen wir aber ein bisschen später im Projekt. Hier in dieser Werkstatt sieht jetzt schon wieder alles ganz anders aus. Ich habe einen Stapler, was die Materialanlieferung viel, viel besser macht. Jetzt nicht nur gemütlicher, sondern auch einfach nur langwieriger, dass ich mich nicht selber kaputt mache mit diesen schweren Eichenholzbohlen, wenn ich die zum Beispiel vom LKW ablade. Das Ganze wird dann mit dem Stapel auf die Pendelsäge gebracht und da kann es erstmal grob vorformatiert werden und dann geht es im Prinzip in die eigentliche Schreinerei, also in die eigentliche Holzwerkstatt, wo wir jetzt auch drin stehen. Und ich betone es immer wieder, das, was ich hier drin mache, mache ich wirklich gerne. Und genau diese ganzen Schritte, wie zum Beispiel besäumen, abrichten, auf dicke hobeln und dann auch nochmal miteinander verleimen, das sind die Punkte, die machen mir einfach Spaß. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, habt ihr auch manche Arbeiten, wo ihr immer wieder und wieder macht und ihr einfach super happy dabei seid. Das ist bei mir tatsächlich dieser Prozess. Deswegen mache ich das auch so gerne und deswegen wollte ich dieses Schneidebrett-Experiment in diese Richtung auch bringen. Ich versuche was hier in Deutschland und das war bei mir halt eben dieses Schneidebrett-Experiment und da bin ich auf sehr, sehr viel Gegenwind gestoßen. Natürlich waren es teilweise berechtigte Kommentare, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man hier aus Content-Creator-Sicht das Ganze sieht und dann 30 Kommentare kommen, die halt eben schreiben, dumm, teuer, wie kommst du nur auf die Idee, du bist so dreist, dass du so viel Geld willst und dann stumpft man irgendwann so ein bisschen ab. Und deswegen habe ich auch tatsächlich über dieses Projekt irgendwann gar nichts mehr hochgeladen. Mir haben ein paar Leute geschrieben, die fanden das Projekt cool. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Aber die große Masse hat es halt eben nicht gut gefunden. Und ich will mich mit hier diesem kompletten Projekt, mit diesem kompletten YouTube-Kanal, will ich mich nicht selber kaputt machen und mir nur noch Gedanken abends machen. Deswegen habe ich dieses Projekt eingestellt, was die Videoseite angeht. Habe es aber im Hintergrund weitergeführt. Das bedeutet, irgendwann sind die größeren Stirnholzschneidebretter dazugekommen. Irgendwann ist ein gutes Fotoshooting mal dazugekommen, dass die Produkte auch entsprechend abgelichtet wurden. Und so hat sich das dann hinter der Kamera entwickelt. Eine Sache habe ich bei diesem Projekt so extrem wie lange nicht mehr gemerkt. Und zwar war es einfach die Tatsache, wenn du etwas machst, wirst du etwas falsch machen. Habe ich vor kurzem den ersten Spruch von Kollegen bekommen, hey, wenn du nichts machst, kannst du ja nichts falsch machen. Diese Stirnholzschneidebretter in der Herstellung sind eigentlich gar nicht mal so wild. Aber wenn ich die herstelle und die an den Kunden rangehen, muss ich nochmal auf doppelt sicher gehen, dass das Ganze auch wirklich hält. Und so waren solche Kleinigkeiten zum Beispiel, die ich auch erstmal herausfinden musste, dass gerade beim Stirnholz, dass die unbedingt über Nacht in den Zwingen sein müssen, dass das wirklich langfristig gut hält und halt auch eben wirklich stabil ist. Das waren so Dinge, die habe ich gemerkt. Und da habe ich auch einiges an Holz in die Brenntonne geschnitten, was eigentlich tolles Holz war, aber es halt eben danach nicht mehr funktioniert hat. Eine Sache, die war, muss ich zugeben, am bittersten, da habe ich zwei große Bohlen aus Buche bestellt und habe daraus Stirnholzschneidebretter gemacht und die habe ich tatsächlich am Schluss komplett weggeworfen. Ein Stirnholzschneidebrett liegt sogar hinten auf meinem Bohrtisch, da bohre ich mittlerweile immer drauf. Weil ihr müsst wissen, Buchenholz ist für Stirnholzschneidebretter nicht geeignet. Das arbeitet zu viel. Für Längsholz geht's.
sieht man ja auch relativ oft als Produkt, aber als Stirnholz funktioniert es einfach nicht. In der alten Werkstatt habe ich diese Stirnholzschneidebretter immer noch mit dem Langbandschleifer geschliffen. Das war aber sehr, sehr ermüdend und das Ergebnis war gut, aber es war zu aufwendig, dass man ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Deswegen habe ich lange mit mir gerungen und habe mir tatsächlich aus dem Grund auch nur den Breitbandschleifer gekauft. Ich benutze diesen Breitbandschleifer größtenteils, um diese Stirnholzschneidebretter zu schleifen. Und da muss ich auch echt sagen, das war ein echtes Upgrade und mittlerweile ist es gar kein großes Problem mehr, diese Stirnholzschneidebretter herzustellen, weil ich so viele Fehler gemacht habe, die auch einiges an Geld verschlungen haben, aber dass ich jetzt mit Sicherheit sagen kann, dass ich weiß, was funktioniert und was nicht. Und wenn immer ich ein Stirnholzschneidebrett mit dem Breitbandschleifer schleife, da bin ich einfach nur happy, wenn ich keine Leimfuge mehr sehe und ich sehe, hey, gleich geht's ans Wässern, danach geht's ans Ölen. Und das wird einfach ein tolles Ergebnis. Nach dem Breitbandschleifer geht es zur Formatkreissäge, wo das Schneidebrett zum finalen Maß zugeschnitten wird. Und ihr müsst wissen, beim Stirnholz haben wir viele verschiedene Schichten von Holz. Und da kann es manchmal passieren, dass die leicht krumm oben oder unten werden. Und da muss man immer so ein bisschen auspeilen, dass das Ganze später auch noch im rechten Winkel zu den einzelnen Klötzen des Stirnholzschneidebretts verläuft. Das war auch ein bisschen Übung, aber mittlerweile habe ich da den Dreh auch raus. Eine Maschine, die ich mir tatsächlich auch fast nur wegen der Stirnholzschneidebrettproduktion gekauft habe, war der Mirka Exzenterschleifer. Ich hatte vorher diesen Bosch Exzenterschleifer und da war es sehr, sehr ermüdend, die Kanten zu schleifen. Denn eine Kante, die nur am Kantenschleifer geschliffen wird, sieht einfach nicht gut aus. Die muss unbedingt noch mit dem Exzenter geschliffen werden. Und das war auch so eine Maschine, die wird deswegen sehr, sehr häufig benutzt. Und da bin ich auch super froh, dass ich mir das Gerät gekauft habe. Und der letzte Punkt, das ist immer der Punkt, wo ich hellauf begeistert bin, wenn ich selbst zum ersten Mal dieses Holz so richtig scheinen sehe. Und zwar ist das, wenn ich das Öl auf das Stirnholz bringe und man so richtig zuschauen kann, wie das Öl einzieht und die komplette Farbe vom Holz hervorbringen. Das ist einfach jedes Mal noch schön und ich muss auch sagen, das ist immer noch mein absolutes Highlight. Kurz vor Beendigung des Projekts, bevor es dann eben in den Versand geht, dass man sich das noch einmal anschauen kann. Der Prozess des Stirnholzschneidebretts, den habt ihr jetzt gesehen, der ist eigentlich relativ klar aufzuweisen. Grobzuschnitt, Materialvorbereitung, Leimplattenherstellung, nochmal zuschneiden. Und das Ganze geht dann nochmal in diese ganzen weiteren Bearbeitungsprozesse. Und immer noch macht es mir super viel Spaß. Und jetzt zur entscheidenden Frage. War das eine gute Idee, mit dem Projekt anzufangen? Ja oder nein? Absolut. Ich habe zwar jede Menge Geld ausgegeben, ich habe viele Fehler gemacht. Das Schneidebrett-Business ist jetzt auch nicht da, wo viele denken können, dass ich damit Millionen von Umsatz mache. Ganz und gar nicht. Es sind ein paar Schneidebretter, die in der Woche, im Monat als Auftrag reinkommen. Aber die reichen noch lange nicht, um hier sowas zu finanzieren. Deswegen arbeite ich weiterhin an diesem Projekt. Und hier auch die Info für euch. Wenn ihr ein Stirnholz-Schneidebrett haben möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch sowas selbst bauen möchtet, schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir einige Produkte im Online-Shop mittlerweile, die zur Schneidebrettherstellung ideal sind, wie zum Beispiel den Kleiberit D3-Leim. Ich will jetzt aber nicht zu viel Werbung für die Produkte machen. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Viele Maschinen sind über diesen ganzen Weg dazugekommen und mittlerweile kann ich sagen, dass ich hier so aufgestellt bin, dass ich über Schneidebretter hinaus viele, viele Projekte umsetzen kann. Und das war, würde ich schon behaupten, schon so ein Teil davon. Es war sehr nervig manchmal, was an Kommentaren reingekommen ist, weil die schon ganz schön böse waren, was dieses Schneidebrett-Business angeht. Aber es hat sich trotzdem gelohnt und deswegen geht es auf jeden Fall auch weiter. Wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr euer komplettes Herzblut reinsteckt, dann wird am Schluss immer irgendwas Positives bei rumkommen. Und wenn es am Schluss immer nur die Freude ist, die ihr dann bei der Arbeit habt, wenn ihr euer Produkt fertigstellt und es dann an einen glücklichen Kunden geht, dann ist das schon mal ein kleiner Anfang und das so muss es dann einfach nur noch weitergehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Es werden noch weitere Projekte kommen. Ciao.